Hey, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Jelos TV. Eine weitere Folge in unserem Let's Play Together Format Anno 1800 zusammen mit dem Krüppel Floschbert. Hallo! Genau. Wir waren in der letzten Folge so weit gekommen, dass wir uns die ersten Handelsrouten etabliert haben. Meine läuft jetzt auch mittlerweile. Die bringt jetzt aktuell Brot und Seife zu meiner zweiten Insel, auf der ich dann hoffentlich jetzt demnächst Handwerker hochziehen kann, sodass ich dann dort mal die Paprikaproduktion zum Laufen bringen kann. Ich habe so ein Stück weit das Gefühl, dass wir hier alles etwas umständlicher machen, als das eigentlich notwendigerweise nötig ist. Aber das wird sich herausstellen. Also aktuell bin ich noch ganz zufrieden. Meine Insel läuft ganz gut. Ich glaube, die ist jetzt auch soweit aktuell. Wurst läuft, die Waren laufen, Fleisch läuft. Da kann ich gerne noch mal kurz ein bisschen was nachsteuern. Aber es sieht sehr gut aus. Brot mit 15. Ich hatte, glaube ich, gerade 5 Tonnen nur rüber geliefert. Das ist zu wenig. Also mit den 15 Tonnen komme ich auf jeden Fall ganz gut hin. Meine Hoffnung ist, dass diese Insel quasi immer voll ist. Also ich dann halt 50 Tonnen Brot auf der Insel habe und halt nichts mehr liefern kann, weil so groß wird die Insel ja nicht. Ich will die eigentlich nur so groß haben, dass ich hier nachher ein paar Gewürze anbauen kann und dann war es das eigentlich auch. Da muss ich mal gucken, wie sich das so entwickeln wird. Was sagst du, Floschi? Genau. Guck das mal. Guck mal, wie sich das entwickeln wird. Ich entwickle gerade auch fleißig, aber du weißt ja, was ich für ein Kacknoob bin. Tja, da kannst du was sagen. Oder kann ich jetzt doch schon... Komische, nee, kann ich nicht. Ich muss nachher echt die Paprika rüberbringen. Das ist ein bisschen doof. Also ich finde es, wie gesagt, es ist halt deutlich realistischer als in Vorgängern. Wobei, gut, diese futuristischen 2070 haben Anno und ich, haben Floschi und ich nur ganz kurz angeschnitten. Das war nicht so wirklich was für uns. Und der Teil danach, ich weiß nicht mal, wie er heißt, 2080? 2100, ich glaube 2180 oder, nee, 2070 war der, den wir noch gespielt haben. Danach kam noch einer. Der war ja dann noch so, mit Mond und so einem Blödsinn. Ja. Den haben wir ja nicht mehr gespielt. Und was wollte ich denn jetzt überhaupt sagen? Ich habe jetzt den Faden verloren beim Reden. Was für ein Faden? Den roten? Ist jetzt doof. Ja, nichts anderes. Sind wir von dir gewohnt. Toll. Muss ich ja vielleicht mal einblenden, wenn ich das Video bearbeite und nicht gelesen habe, bzw. gehört habe, was ich gerade geredet habe. Ja gut, ich hab's vergessen. Tut mir leid. Ich war so am Reden. Guck. Ja, die sind am Rebellieren hier, okay? Deine? Nein, Quatsch. Als ob meine Leute rebellieren würden hier. Das ist doch hier. Die leben hier wie die Made im Speck. Ich wollte gerade sagen, bei dir ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und viel geiler als auf meiner Insel kannst du ja schon gar nicht mehr leben. Richtig. Das also, ich hatte letztens tatsächlich Probleme mit so einem kleinen aggressiven Mob. Ich habe dir dann aber einfach ein Foto von deiner Insel gezeigt und dann war es auch schon wieder in Ordnung. Ah ja, ist doch toll. Und lief dann auch schon wieder. Also ich habe mal gesagt, wisst ihr könnt hier bei mir so leben, ne? So. Ja. Oder so. Halt, ja. Entscheidet oder so. Euch. Ja. Was und haben wollt ja gesagt, ihr? Okay, alles klar, wir halten die Fresse, tschüss. Nein, Ma-O-Am. Nein, ist ja nichts gegen dich, Floschi. Bist halt, bei den Spielen bist du halt ein bisschen zurückgeblieben. Aber ist ja auch okay. Es macht mir ja trotzdem Spaß, mit dir zu spielen. Du hast Anno, ich habe Realm, ne? Da nochmal der Hinweis, schaut euch gerne die letzte Challenge an. Ein Traum. Ach, Bier brauche ich jetzt ja auch. Oh Gott. Die kommende Challenge. Ich muss mehr Bier produzieren. Ich brauche immer noch mehr Bier. Alter, jetzt will er mich hier verarschen oder was, ne? Jetzt ist ja das Lager voll mit... Das mache ich hier doch immer noch verkehrt. Wird irgendwie noch nicht so ganz raus. Eine, hier nee, 30 Sekunden. Jetzt habe ich zu viel Wolle hergestellt und habe keine Arbeitskleidung. Also mehr Webereien. Weberei. So, wo kann ich da nochmal eine Weberei hinklatschen? 30 Sekunden, also eine für zwei. Ja. So. So, hier oben läuft die Schweine. Aber hier echt. Ein Stadtfest hat bei mir begonnen. Cool. Ja, Feuerwerk. Wo ist das Feuerwerk? Was? Wo Feuerwerk? Ja, bei mir. Die feiern mich. Wo denn? Ja, ich suche gerade das Feuerwerk. Da kann ja nicht so groß sein, das Feuerwerk. Gleich brennt hier alles, ey. Pass auf. Also mitten in einer Stadt ist auf jeden Fall ein Mob unterwegs, sehe ich gerade. Jo, da. Ja, die feiern mich. Warum? Ja, weil es denen hier so gut gefällt. Weil das einfach schön hier ist. Also meine Bilanz geht gerade einfach mal komplett durch die Decke, ey.
Wie viel hast denn du? 4.300 aktuell. Ich hab auch 4,2. Was? Ja, sicher, Junge. Ja, gut, du hast ja auch 36.000 Ein Feuerwütes. Das zum Thema Feuerwehr. Hat der Mob deine Stadt angezündet, ey. Finde ich witzig. Ah, Feuerwehr ist schon unterwegs. Uiuiuiui. Dann auch noch mein Getreide. Das ist aber ein großes Feuer hier. Ich habe Feuer gemacht. Die Häuser müssen ja noch abgegradet werden. Ich bleib mal in dem Muster. So. Okay. Ich glaube, ich muss hier langsam auch mal wieder was für die Versorgung tun. Meine Stadt hier irgendwann unterversorgt sein. So wie dein Gehirn ständig, ne? Okay, der war jetzt gemein. Hä? Mami hat gesagt, ich soll immer die Wahrheit sprechen. Boah, wie teuer ist es, so eine Brücke aus Holz in Stein zu verwandeln? Ich hab noch gar keine Brücken. Ja, das aber ist klar. Aber ich hab nicht so eine Krüppelinsel wie du. Ah, ist klar. Mach mich wieder fertig, ey. Ja, ist halt so. Hab ich auch nichts für. Die Flammen wurden gelöscht, by the way. Ah, immer noch. Ach, Karneval ist bei mir auch, ey. Wie geil ist das denn, ey? Wo ist es? Wo ist der Zug? Der Zug, gut. Wo ist er hin? Was ist denn bei dir auf der Insel los? Ja, ey? Junge, die erlebt hier gerade Sturm- und Drangzeiten. Hier geht's richtig ab. Geil. Die Scheiße, was hab ich denn überhaupt noch für eine komische Warnung? Ach, alles okay, hier sind genug Arbeitskräfte. Aber mein Insel ist, glaube ich, langsam ein bisschen verpestet. Ein Schiff erster Klasse. Okay. Was ist los jetzt wieder? Nein! Rückzug, 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 Rückzug! Ach, eine Kirsche will er auch haben. Dass die Kirche auch so fett ist, ne? Oh, ich glaube, der hat sich da etwas übernommen. Hoffe ich zumindest. Boah, die Linienschiffe machen aber auch echt üblen Damage, ey. 25 Steinchen. Komm, geh an das Reparaturdock. Du musst repariert werden. Okay, da hat er jetzt in eine andere Richtung der geschossen. Wird angegriffen. Tja, Junge, du hättest mich besiegen können, aber das war jetzt ein doofer Move von dir. Tschüss. Gluck, 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 gluck. Du Tier, hat er zu mir gesagt. Er kennt mich. Linienschiffe sind jetzt die riesigen Handelsschiffe. Ja, dass du die noch etwas dicker. Kannst du die schon bauen? Noch nicht, aber ich werde jetzt mal aufrüsten. Und dann hoffe ich mal, dass die. Wie viel hast du denn? Ich habe erst 230 Handwerker. Ja, ich bin jetzt gleich bei 750. Oh, Cheater. 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 Müsste jetzt eigentlich reichen. Warte mal. Oh, 740. Arsch, nehme ich selber. Ja. So. Jetzt kann ich sie bauen. Und jetzt werde ich auch mal direkt eins bauen. Dann werden nämlich die kleinen Minischiffe hier werden erstmal rausgelöst aus den Handelsrouten. So, was wollte ich jetzt als nächstes machen? Ich weiß nicht mehr. Das läuft jetzt wieder. Fisch habe ich gerade noch gebaut. Oh, Wurst geht zurück. Wollen wir mal kurz ein bisschen Wurst bauen. Eine Minute, sehr schön. Ich brauche noch mehr Schweinchen. Zu viel. Bauen wir den mal lieber hier hin. So, so. Und so. Und so. Und so. Und so. Mittlerweile habe ich alle abgegradet. Ja. Und die vier kommen anscheinend ganz gut zurecht. Brauche ich nicht. Der läuft auch. Und du kriegst nochmal ein Upgrade. Kann ich hier nämlich auch gleich nochmal was hinbauen. Was brauche ich noch? Brot läuft, Seife läuft. Bier läuft immer noch nicht, das ist echt witzig. Bei mir läuft Bier jetzt. Ja, also ich habe jetzt... Ja gut, ich habe auch erst eine Melzerei. Aber die liefert ja normalerweise zweimal für zwei Brauereien. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh, ich habe schon mal ein Feuer. Wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Ah. Eine Explosion erschüttert einen. Nein! Wo ist überhaupt meine Feuerwehr? Ah ja, hier, okay. Toll.
wieder eine kaputt. Hm. Was das wieder kostet. Tja, dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und hier nochmal. Und hier nochmal ein bisschen was anbauen. Oh, 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 shit. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Oh ja, deine Mutter, ey. Die Flammen wurden gelöscht. Da war doch auch irgendwas kaputt. Wo war das denn nochmal? Irgendwas hat da doch gebrannt hier. So, das ah, nee, läuft. Es läuft. Hab ich hier? Das ist okay. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Wie? Schon wieder eine Zeitung? Da kam doch gerade erst eine. Stiefelpolitik. Gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Boah, das wird aber mal hier lektoriert hier. Ich brauche. Keine Ahnung, was ich hier tue. Machen wir mal das da. Bei dem Problem stand ich da letztens schon mal. Wie macht er das denn nicht? Oh, minus 4 bei Graves. Ah, okay. Wir haben hier mal ein bisschen Happiness. Ich schätze, so kann man es auch. Seien Sie froh, sie leben noch. Es trägt ihre Handschrift. Sehr geil. Gefällt mir. Damit hast du dir einen langsamen Tod verdient. Was? Alonso Grace hat mir schon wieder gedroht. Ja, ja, sag ich ja, bei mir minus 4 jetzt. Ja, bei mir auch, weil ich Propaganda gemacht habe. Bei dir auch? Ja, und ja, kann sein, dass es da nicht. Die Waffenruhe wurde beendet. Achso, okay. Irgendeine Waffenruhe beendet. Oh, okay. Schon mal fast in die Hose gemacht. Die Waffenruhe wurde beendet. Chili Vanilli. So, kommt der noch hier hin? Wie läuft denn meine Beer Production? So weit wollte ich da eigentlich nicht gehen. Erstmal so. Was haben wir hier noch? Kupfer. Und so. Zement. Oh, habe ich jetzt überhaupt schon die Fensterfabrik gebaut? Ich glaube nicht, ne? Hast du noch nicht mal Fenster? Ja, ich glaube, das habe ich gerade vergessen zu bauen. Das war das, glaube ich. Ne, doch, ne. Doch. Nee, läuft. Ja, nee, doch, ja. Nee, ja, nee, ja, ja, nee, ja. So. Nee, ja. Okay, hier auf der Insel läuft jetzt wieder alles. Alter, was soll ich denn mit dem? Ich hab ein bisschen Geldüberfluss irgendwie hier gerade. Ich auch. Kannst mir was geben, aber ich kann da bestimmt irgendwas mit anfangen. Was denn? Ich weiß nicht, ich denke mir was Schönes aus. Oh, Schnaps geht zur Neige. Ich brauche mehr Schnaps. Ich brauche mehr Schnaps! Aufstieg nicht möglich, deine Mutter. Oh, die brauchen auch Schnaps. Schnaps! Spielstand. Schnaps! Ich muss ja noch mehr Schnaps herstellen. Wie viele Kartoffeln habe ich denn jetzt hier rumliegen? Kartoffeln eindeutig genug. Dann können wir ja auch nochmal ein paar Schnapsbrennereien hinklatschen. Nummer 2. Oh, ich habe ja erst 8 auf der Insel gefühlt. Junge, also die saufen auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist echt gut. Die saufen mehr als du, ey. Ich glaube, von uns beiden ist nur einer ein Alkoholiker. Nicht ich. Klar. So, dann muss ich auch mal ein bisschen ausbauen. Ziegel zur Verfügung. Weil es ein bisschen schneller geht. So. Straßen ausbauen, ja. Zack, zack, zack. So, Leute, ihr geht aber noch nicht auf die Barrikaden, oder? Okay, Schnaps geht langsam zur Neige. Dazu sind wir doch hier. Hier. So, der kriegt jetzt auf jeden Fall meine Handelsroute. Ein paar mehr. Verhöhbar von diesen Schiffe. Okay, das läuft. Das läuft erstmal soweit. Lade. Schnappes. Jetzt hier eigentlich schon. Ja, Hopfen läuft. 25 Schnaps. Eine Minute. Eine neue Station dazu. Da. Ich glaube, hier muss ich mal ein bisschen an der Produktion arbeiten. Ja, Bier. Das ist jetzt für alle. Nee, nur für Hopfen. Okay. In letzter Zeit bin ich immer müde. Ja, du bist eine arme Maus. Du bist eine richtig arme Maus. Da nimmt er jetzt Bier, dann muss er noch da.
Wie arbeitet er denn jetzt? 1:06, das sieht doch gut aus. Dann habe ich gleich auf jeden Fall mal einen kleinen Hopfenüberschuss. Wie viele Stationen hast du pro Handelsroute dann? 4? Also quasi von Station 1 aufnehmen zu Station 2 entladen, Station 3 aufnehmen, Station 4 entladen. Also wenn du so viele Inseln hast, kannst du das machen. Ansonsten reicht es auch mit 2 Stationen. Oh nein, ich Idiot! Ich habe das Schiff nicht wieder losgeschickt. Oh. Also eigentlich reicht das nur die beiden Städte, okay. Und dann kannst du ja entsprechend die Waren so, ne? Hier was draufpacken, ja. Da was runterpacken. Ja. So, Fisch ist okay, das läuft. Wurst geht, okay, Wurst müsste sich gleich anpassen. Seife geht hoch. Ja, wenn Bier jetzt nicht hochgeht, ey, dann habe ich irgendwo ein Loch in der Insel. So, wie sieht das hier aus? Hier ist alles gut. Kommt gleich noch Bier dazu und dann müssten eigentlich auch genug Leutchen auf meiner Insel sein. Upgrade die hier nochmal eben kurz. So. Müsste ich theoretisch, genau, die Schule läuft. Jetzt müsste ich theoretisch gleich zu Kaufleuten entwickeln können. Zu Handwerkern meine ich. Und dann kann ich endlich diese scheiß Paprika-Dinger bauen, ey. 2 Minuten, 1:30. Immer nicht so gut. Die scheiß Paprika wollt ihr auch noch bauen, ey. Hast du wahrscheinlich auf deiner Hauptinsel, wa? Ja. Siehst du, da hast du nämlich jetzt den Vorteil. Ja, was heißt Vorteil? Dafür konnte ich davor die Leute nicht mit Bier versorgen. Weil ich keinen Hopfen anbauen konnte auf meiner Hauptinsel. Aber das ist doch genau das, was ich meinte halt. Nee. Lügen darf man nicht sagen. Doch, darf man. Ja. Bin immer noch im Krieg mit dem Typen. Aber der schickt jetzt auch so langsam, aber sicher. Oh, wo da unten unkreuzen, glaube ich, seine Schiffe. 40 Fenster wollen die von Varieté-Theater haben. Okay. Guckt schon eins? Wovon redest du da? Hab ich ja noch nicht. Ich baue jetzt erstmal ein Zoo. Wo ich das denn mal hin? Baue ich das hier hin? Ich baue das hier. Rum. Da habt ihr euer Varieté-Theater. Ich habe nämlich mehr als genug Fenster. Ich nicht. Vergnügte Melodien entspringen meiner Leier. So, dann kann ich, glaube ich, auch gleich mal die Nähmaschinen bauen. Was brauche ich denn dafür? Lass mich. Stahl natürlich. Eisen. Alter, wie groß ist diese Fabrik? Hab ich auch schon mal ganz vergessen. Wie geht das Material aus? Junge. Ich brauche mehr Eisen. Ich brauche mehr Eisen. Habe ich hier noch irgendwo eine Eisenmine auf der Insel? Da. Ich möchte dich hier nicht noch mehr verpesten. Scheißegal, verpestet es. Oh, Alter, wie viele Handwerker gehen denn da rein in dieses Ding? Ich würde 2 Stück machen. Hab ich denn 3 am Laufen hier? Da ist auch einer zu viel dann. Okay, bauen wir nochmal eine Eisenmine hier oben hin. Vermeiden. So. Schiff unter Beschuss. Wir haben ja irgendein Schiff unter Beschuss. Von dir oder was? Ja, aber wo? Der Hafen wird angegriffen. Mein Hafen wird angegriffen. Boah, kommt er hier um die Ecke, kriegt eine Kugel ab und haut sich und verpisst sich wieder. Arsch kann mich selber, Junge. Push dich. Du Mungo. So, gleich ist mein Linienschiff nämlich fertig. Und dann gibt's hier Rambazamba, gibt's dann hier. Was hab ich denn jetzt gerade gebaut? Ach ja, genau, die Eisenmine. Jetzt gefällt mir das hier aber nicht mehr. Ich kann ich. Nee, ich wollte falsch. Du kommst hier oben hin. Du gehst da. Wie dumm war das denn jetzt schon wieder? So, machen wir es alles ein bisschen kompakter. Dann kommt da oben noch eine Köhlerei hin. So, was nehmen wir denn mal mit hier?
Straße. Dann brauchen wir ein kleines Lagerhaus. Das kommt hier hin. Okay, das wird gleich laufen. Da habe ich zwar ein bisschen zu viel Eisen, aber das ist okay. Und dann kann ich nämlich auch die scheiß Nähmaschinen bauen. Da. Schiff vom Stapel gelaufen. Ich noch genug Holz auf Lager? Ich habe mehr als genug Holz, dann sollte es eigentlich so passen. So. So, da ist mein Linienschiff nämlich ready. Dann würde ich mal sagen, dass ich mal eben die Route umändere. Ein anderes Schiff dazu packe. So. Und lassen wir beide Schiffe fahren. Ich weiß nicht, wer es jetzt lädt oder ob beide das laden. Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Ich glaube, dann laden beide das, glaube ich. Das ist, glaube ich, zu schlau. Kann man denn ein Schiff als Begleitschutz quasi dazu schicken? Wieso bringst du die Waren jetzt zurück? Du sollst sie doch dahin abliefern. Was denn jetzt schon wieder? Boah, Leute. Gib mir den Sack. Ich will einen kleinen Kebsfischen-Dingern hier. Rot habe ich genug, Seife habe ich genug. Mehr als bereit. Okay, der liefert das jetzt. Wie kann man denn jetzt Schiffe unterstützen? Die hat schon so, cool. Ich glaube, das ist jetzt die falsche Option, die ich da gewählt habe. Aber ich werde das mal ausprobieren. Hast du das schon rausgefunden, wie du Schiffe als Begleitschutz mitschicken kannst? Nee, ehrlich gesagt habe ich mich noch nicht darum gekümmert. Dachte ich mir. War ein bisschen gewundert. Ein Schiff erster Klasse. Spasti. Dann machst du den Begleitschutz für das Schiff? Nee, geht gar nicht. Wir fahren jetzt im Verbund? Ah, was hier abgeht bei mir, du musst erst reinziehen, Junge. Komm doch mal vorbei bei mir. Ja, ich komme bei dir vorbei, warte. Wow, wieder ein kleiner Umzug. Ernsthaft? Ja, sicher. Was ist bei dir? Die Musik ist auch richtig nice, muss mal reinzoomen. Von der Musik bekomme ich jetzt nicht so viel mit. Aber die verschwinden da gerade alle. Ich glaube, du hast irgendwo ein Loch in der Straße. Ja, die gehen alle in den Marktplatz saufen. Okay, jetzt kommt die Musik rum. Einfach toll. Wow. Aber warum kriegst du den und ich den nicht? Ja, jetzt hast du mal, ne? Jetzt kannst du mal gucken, wie das Spiel funktioniert, du Lumpy, du. Da gibt überhaupt gar keinen Sinn. Alle deine Bürger sind bekloppt in der Birne. Hier noch rum. Boah, dafür muss ich doch die Südinsel kriegen. Habe ich jetzt eigentlich da drüben genug, dass ich mal... Was denn jetzt schon wieder? Was soll das hier? Mach das mal im Down. Kleinen los. Okay. Tschüss. Das war eine Rinderfarm hier. Abgeliefert? Erster Klasse. Okay, der scheint jetzt tatsächlich einfach nur als Begleitschutz zu fahren. Dann lasse ich das auch einfach mal so. Das Hauptschiff transportiert, alles okay. So, jetzt müsste ich eigentlich mittlerweile genug Leute haben, um aufzurüsten. Alter, ein Zoo. Ach, das ist nur der Eingang wahrscheinlich, oder? So, dann kann ich nämlich auch jetzt gleich mal endlich die Paprika anbauen hier. Ich will einen Zoo bauen. Was kostet der denn? Schiff unter Beschuss. Und wieder ein Schiff unter Beschuss. Läuft bei mir. Neue Befehle, Admiral. Was will denn der Typ die ganze Zeit von mir? Ich glaube, ich muss noch ein Linienschiff bauen hier. Stapel auf, go! Flosch, ich baue jetzt mein zweites Linienschiff, ne? Jo, nice. Okay. Viel Spaß. Alles klar. Ich wollte das nur mal kurz sagen.
Toll, Danny. Du machst mich einfach traurig. Ja. Hoffentlich. Warum? Warum? Verdient hast. So, die Paprika läuft. Jetzt kann ich das der Handelsroute theoretisch dazu packen. Ne, da unten mal die. Nee. Ah, ich finde mich in dem Menü noch nicht so ganz zurecht. So. Schiff unter Beschuss. Ich denke, du findest schon wieder ein Schiff unter. So, ja, jetzt hast du nämlich Angst, ne? Hier, ne, jetzt dranbleiben da. So, jetzt kämpft nicht über mein Linienschiff gegen deine komische Brick hier. Wir geben uns das. Tschüss. Ja, genau, ne? Gluck, gluck. Auf Wiedersehen. 8 Fenster. Verpiss you, ey. Macht schneller Fenster hier. Los. Was wollte ich denn jetzt? Flosche, was wollte ich jetzt? Wo ist mein Fensterding? Wo ist das? Die Route schon fertig? Nee, wieder nicht. Hier, nein. Hier, nein. Hier, ja. Hier. Komm, Glas, Hütte. Mach mal fertig, da. Nee, nicht laden. 30 Entladen. Und die? So. 30, ja. Annehmen, fertig. Gut, das läuft. Bin jetzt mal gespannt. Produzieren jetzt schön die Paprika. Jetzt müssten eigentlich auch langsam sicher die Nähmaschinen hier oben starten. Das sieht sehr gut aus. Da habe ich einen leichten Eisenüberschuss, aber das ist okay. Ich habe leichte Arbeitsprobleme, sag ich mal. Ich habe nur noch 11 Bauern und 5 Arbeiter übrig auf meiner Hauptinsel. Schaden am Schiff, Admiral. Ja, läuft bei mir. Kurs gesetzt. Ich würde die eigentlich mal eben kurz abliefern hier. Schiff unter Beschuss. Und wieder eins meiner Schiffe unter Beschuss, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also auf irgendjemanden werde ich hier gleich Jagd machen. Ich weiß noch nicht auf wen, aber irgendjemanden werde ich jagen. Dann kommen wir hier an den Hafen ran. Ach komm, das ist eigentlich schade drum. Komm, mach das Ding hier jetzt platt. Jage es, töte es. Hat er noch einen Strich. Was lassen die denn jetzt mittlerweile so fallen? Mach mal geile. Nur Scheiße. Leinen los. Also bis jetzt habe ich noch nichts vernünftig. Also bis auf die Kanonen, die waren halt einmal richtig geil. Und das, was hier gedroppt ist, habe ich mir noch nicht mal einverleibt. Da muss ich gerne noch mal kurz hinschwimmen, aber ich habe jetzt aktuell keinen. Hinschwimmen? Springt da einer vom Boot oder was? Hey, hey, den hol ich. Aus dem Abend. Da liegt eine Kiste! Und so. Alle raus! Der Hallo. Erste, der sie überbringt, wird. Ab ins Schlauchboot! Los, ihr Maden! Okay, das läuft. Das läuft auch. Spielstand gespeichert. Jo, Floschi, wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde angelangt. Ja, es, die Zeit jetzt, rennt. Fix, und wenn man sich mal so überlegt, wir sind jetzt, wir haben jetzt in den letzten beiden Folgen schon wieder eine Stunde gezockt. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe nichts geschafft. Irgendwie werde ich die ganze Zeit angegriffen. Und, wobei meine zweite Insel ist ziemlich gut ausgebaut mittlerweile. Ich gucke mir mal Floschis an. Oh, das ist ja auch richtig weit. Aber ich bin auch ziemlich abgelenkt gewesen von diesen ganzen Karnevalsveranstaltungen, die bei mir auf der Insel stattgefunden haben. Ja, deswegen, ich war natürlich die ganze Zeit mit am Feiern, ich konnte einfach nichts bauen. Ne? Da ist man machtlos, weißt du? Richtig. Da ist man machtlos. Du musst dich auch um deine Bürger, ne? Bürgernähe, du willst ja auch mit denen kommunizieren als Fall. Bürgermeister. Ne? Auf jeden Fall. Das stimmt. Ist dann so eine Sache. Ist natürlich schwierig. Hast du jetzt alles zu Ende gequatscht oder kommt da noch mehr Müll? Nee, du kannst jetzt. Okay, alles klar. Ja, dann freut es mich, dass ihr wieder mal dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da oder einen Daumen hoch. Oder schreibt uns in die Kommentare, wenn wir irgendwas besser machen sollen. Bitte nicht zu viel. Ich lese nebenbei noch Harry Potter, das reicht mir schon an Länge. Hört nicht die Bibel. Ja, glaubt ihr keinen Schwanz. Ja gut, Entschuldigung, ich lese das Buch nicht. Das wird mir vorgelesen. Ich kann gar nicht lesen. Ich kann gar nicht lesen. Ist auch egal, in diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.